wichtigen Bilder, die ich gemacht habe, die entstehen in Bruchteilen einer Sekunde. Das ist wie ein Blitz, der einen Schnitt durch die Gegenwart macht. Das ist ein Schnitt in die Wirklichkeit, so bin ich. Und das ist eine unheimlich aufregende Sache. Weil in dem Moment sehe ich was, was ich vorher noch nicht gesehen habe, weil ich zu 3/4 achtlos daran vorbeigegangen bin und gar nicht sozusagen in dem Moment begriffen habe, dass ich mich ja in einem Wunder bewege. An der Sprache wird man hören, dass ich kein Brandenburger bin, wenn auch so lange schon hier, dass ich eigentlich mich doch als Brandenburger auch bezeichne. Aber in Wahrheit komme ich aus den Wäldern der Sächsischen Schweiz. Dort habe ich als Kind gelebt. Bin dann in die Familienwohnung in Dresden zurückgekehrt nach dem Krieg. Habe schon als Schüler dort an der Entrümmerung mitgearbeitet. Und dadurch alle Härten, die eine Arbeit haben kann, kennengelernt. Und dann brachte meine Mutter mir einen kleinen Zeitungsschnipsel. Da stand drin, die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig hat noch Studentenplätze frei. Und Bewerber müssten bis zum Sommer eine Mappe eingereicht haben. Und dann habe ich mir gesagt, nimm dir doch vor, da kannst du nachmittags in den Zoo gehen und du zeichnest Tiere und wenn dir das gelingt, schickst du das denen hin. Und die Prüfung in Leipzig habe ich bestanden, obwohl ich ein völliger Anfänger war. Ja, kurzum, ich habe 3 Jahre in Leipzig studiert und im 2. Studienjahr wurde uns ein junger Dozent angekündigt, der Bernhard Heißig heißt und der tatsächlich, als er uns als seine erste Klasse übernahm, im wahrsten Sinne des Wortes die Türen und Fenster geöffnet hat und frische Luft reingebracht hat in den ganzen Laden. Zum Beispiel hat er manchen Unterricht, der vorher war, glatt abgeschnitten und hat uns gefragt, waren Sie überhaupt schon mal im Kupferstichkabinett und haben sich Grafik angeguckt von großen Meistern? Die meisten von uns haben gesagt, nein, haben wir nicht. Also dann sofort, ich will in einem Monat wissen, was Sie gesehen haben. Und so lief der Unterricht unter Bernhard Heißig in einer für mich immer noch, ich bin gerührt, dass das so gewesen ist. Aber es stellte sich dann eben im Laufe der Zeit heraus, dass ich kein Buchillustrator werden wollte und nicht nur mit der Schwarz-Weiß-Technik arbeiten wollte. Und da sind Gedanken gekommen, ob ich nicht doch wieder nach Dresden zurückgehe. Dresden ist bekannt als Malerstadt. Also, dass ich die 2 letzten Jahre in Dresden Malerei studiert habe. Und dann bin ich bei so einem Gang durch die Stadt aufmerksam geworden. Da fuhren in ein groß weit geöffnetes Tor rein große Lastwagen raus und rein. Und da dachte ich, das ist doch interessant, das ist doch ein Thema von heute. Meistens sieht man ja Arbeiter, wenn sie arbeiten, mit dem Rücken. Und so war das zum Teil dort auch, aber ich dachte, das macht ja nichts. Das ist, so sieht Arbeit aus. Und ging damit zu meinem Professor und sagte, ja, ich habe hier eine Reparatur an einem Lastwagen, ist mein. Und war erstmal auch großes Erstaunen. Niemand hatte, obwohl es ja der Arbeiter- und Bauernstaat war, so einander hat er sich ja genannt. Naja, gut, ja, okay. Und das ist dann mein Diplombild geworden.
die Stadt ist übervölkert mit Malern, 600 oder so, die in schärfster Konkurrenz stehen. Und nur wenn du hier Meisterschüler wärst und der Professor dich richtig unterstützt, hast du hier eine Chance. Aber ich war nicht Meisterschüler geworden. Und da habe ich mir überlegt, dass ich weg will von Dresden. Und da boten sich für mich eigentlich innerhalb der DDR nur der Berliner Raum oder die Ostsee an. Ich schwimme gern, sehr gern sogar. Und das, da aber zu der Zeitpunkt West-Berlin noch offen war, habe ich mir gedacht, das ist doch gut, wenn du es schaffst, in den Berliner Raum zu kommen, dann hast du Wasser zum Schwimmen. Und du hast West-Berlin, kannst du besuchen und du kannst ins Brecht-Ensemble in Ost-Berlin gehen, was ich gern gemacht habe. Herr Ruhn, ich bin bei der Sichtung noch mal auf ein spannendes Industriebild gestoßen. Sachsen-Anhalt, Bernburg, 1976. Ich stand plötzlich im Inneren einer Stadt, wo die Sonne fast nicht zu sehen war. Da standen dann diese Schornsteine und rauchten. Früher war ja das ein Zeichen der tollen Industrie, aber es hatte auch schon der Club of Rome sich geäußert zur Situation. Und ich hatte eine Empfindung, dass es wirklich so nicht geht mit dem Qualm und der Luftverschmutzung. Ich krabbel wie eine Ameise mit meinen Augen dann das alles ab. Und dann sieht man plötzlich diese vielen Antennen da, dass jeder Wohnungsinhaber hat eine extra Antenne. Und alle diese Details oder das kleine Fußballspiel, da kommt wieder Bruegel. Als erstes habe ich Bruegel-Bilder gesehen und geliebt, natürlich nur in Reproduktionen. Bruegel hat mich auch in der Hinsicht überzeugt, dass sowohl Wimmelbilder möglich sind, als eben auch diese unendlich weite Landschaft. Also bei Bruegel sieht man nämlich eine großartige weite Welt bis zum Horizont und hat das Bedürfnis, auch noch hinter den Horizont weitersehen zu wollen. Das finde ich sowas von Weltbezogenheit und das, was ich möchte oder geradezu darüber gelernt habe, auch zu wollen, dass mich das für mein Leben lang geprägt hat. Und die Moderne sieht ja nicht mehr in die Weite. Zum Beispiel nehme ich an, dass manchmal die Abwehr von meinen Bildern die gewesen ist, dass eben die Weite noch versucht wird darzustellen. Der moderne Maler sagt, du musst flach sein, die Sache muss flach sein. Warum wollte ich aber weggehen? Weil ich gemerkt habe, die Künstlerkollegen, die sprachen darüber, dass ich ja offensichtlich nur so Arbeiterkünstler sein wolle und gar kein richtiger Künstler bin. Da habe ich mir gesagt, du kannst dort nicht bleiben, dann setzt sich der Ruf fest und damit hast du verloren als Künstler. Am Vorabend waren wir noch in West-Berlin und sind in der Nacht, bevor die Mauer gebaut worden ist, nach Potsdam zurückgekommen, auch schon mit unserer kleinen Tochter im Kinderwagen. Und am Morgen, als ich aufwache, höre ich im Radio, dass die Mauer gebaut worden ist oder eingerichtet worden ist. Also es ging um Stunden nur. Manches im Leben ist eben außerordentlich. 3 Stunden später wären wir in Wannsee geblieben, wahrscheinlich. Ich nehme allerdings an, ich nicht. Was dann geschehen wäre, weiß ich nicht, weil ich meine Bilder hier hatte. Und irgendwie auch eine bestimmte
Vorstellung, was ich machen wolle. Und plötzlich, urplötzlich, da einfach ohne alles im Westen zu landen, das hätte ich wahrscheinlich nicht verkraftet. Ich kenne natürlich Ihre Fotografien. Sie haben ja auch als Fotograf gearbeitet und haben eine große Mauerserie gemacht. Wie war es für Sie überhaupt möglich, so nah an die Grenzanlagen zu kommen? Ich kannte sehr gut den Heinz Schönemann, der damals Schlösserdirektor bei der Stiftung Schlösser und Gärten war. Und der hat darauf gelauert, dass auch mal die Maueranlage dargestellt wird. Und wir sind also wirklich am zweiten Tag nach der Eröffnung, nach der realen Eröffnung, dort gewesen am Abend. Und ich habe praktisch den Blick gehabt, den das Wachpersonal eigentlich gehabt hat vorher. Und war auch sofort interessiert, das zu machen, zumal ich schon Übung in Nachtlandschaften hatte und mir das zugetraut habe, eben diese finstere Nachtszene darzustellen, die eben für dieses leidvolle Thema mir angemessen erschien. Hier sind wir ganz nah ja an unserem heutigen Museumsstandort im alten Rathaus, dem damaligen Clubhaus Hans-March-Witzer, und Sie haben den Blick hier aus dem Fenster oben des Turmgeschosses der Laterne gemalt mit dem Rummel. Wie war so die Situation, wie Sie das Gemälde erstellt haben und auch den Standort ausgewählt haben? Also meine Bilder entstehen nicht in konzeptionellen Zusammenhängen, sondern blitzartig, wenn ich irgendwas sehe, was mich innerlich erregt oder mir signalisiert, das ist was optisch Wertvolles, das muss man machen. Mein Thema waren immer die Autos. Ich finde, dass im 20. Jahrhundert, wenn Straßen leergefegt sind, das stimmt alles dann nicht mehr. Das ist für mich nicht 20. Jahrhundert. Also sind die wie die Käfer oder wie die Blattläuse hier an den Fensterrahmen gesetzt, obwohl es trotzdem die Tiefe schon auch anlässt. Und dann geht der Blick so bis in den Hintergrund zur Garnisonskirche. Zwei Jahre später ist sie abgerissen worden. Ja. Sie haben das Bild 66 gemalt und es ist nicht nur ein künstlerisches Werk, sondern es ist ja auch ein kulturgeschichtliches und auch mit politischer Aussage versehenes Werk. Ja, ne, die politische Aussage entsteht bei den Betrachtern. Ja, der Kulturbund hatte ja zahlreiche Künstler, die auch Mitglieder waren, dort auch die Faschingsfeiern mit vorbereitet haben. Sie haben gesagt, das ist das nähere Umfeld, in dem Sie sich bewegt haben. Da wurden wir gebeten, im Kellermannhaus den Fasching zu machen, und der fand dann jedes Jahr statt. Ja, Sie sind selbst im Bild vertreten und sind auch mit Ihrer Frau im Bild zu sehen, ne? Die, ja, also ist sozusagen im Mittelfeld. Meine Frau ist sozusagen wie die Madonna in der Mitte. Mhm. Sticht davor. Und ich bin der etwas stupsnäsige hier, der so mit schon schütterer Stirn, ich weiß nicht. Und ja, das ist natürlich was ganz anderes als eine Landschaft. Steckt auch noch viel sozusagen an Ausbildung, an Ausrichtung der Hochschule auch in diesem Bild, oder? Wenn Sie jetzt sozusagen sich selber so künstlerisch nochmal einordnen, ne, die starke Vorliebe fürs Kolorit. Naja, ich wollte wieder nach Dresden zurück, weil ich der Meinung war, dass in Dresden wird mehr von der Farbe verstanden. Und ich wollte immer mehr in die Farbe rein. Also für mich ein Bild ohne genaue Farbkomposition oder Stimmung oder Präzision in Details ist kein Bild.
Ja, jetzt dachte ich, dass wir gemeinsam uns vielleicht nochmal dieses Gruppenbildnis der Potsdamer Künstlerinnen und Künstler anschauen. Also Sie sind ja hier links mit Weinglas zu sehen am Bildrand, genau, neben Ute Samtleben. Mit Schnauzbart. Ja, ja. Und daneben ist Frau Ute Samtleben und dann sitzt am Tisch in seiner nachdenklich skeptischen Haltung Wolfgang Wegner. Das ist Christian Heinze in der Mitte mit der Blau. Neben ihm mit der Zigarette, das ist die Bärbel Rätsch. Das ist die Frau Wegner. Das ist der Gottfried Höfer, der mit wem, jetzt muss Ute ich erst Samtleben? Mal... Mit der Ute Samtleben, genau. Die beiden haben zusammengelebt. Also er hat das fast symmetrisch gemacht. Aufgebaut. Das ist Karl Rätsch, seine Frau. Und das ist meine Frau, die... so auf der anderen Seite das Bild beschließt. Wir waren eben die Gruppe der Zugewanderten im Wesentlichen. Also eigentlich alle Künstler sind zugewandert. Es ist gerade auch bei den Künstlern so, dass die alten Kollegen wichtig sind. Und die waren schon aus den 20er Jahren in ihrer Künstlerwertung. Und die hatten natürlich ganz andere Vorstellungen als zum Beispiel so eine Art Arbeiterkunst, was der Staat eigentlich vorgab zu wollen. Ja, ich denke, der ist in Potsdam vielleicht der bekannteste an Hubert Globig von den älteren Kollegen. Ich hatte mit denen auch nur noch keinen echten Kontakt, weil die so gemacht haben. Also die haben mich äußerst misstrauisch angeguckt. Man muss sich immer vorstellen, dass die DDR kein homogenes Gebilde war, sondern innerlich zerklüftet von den geschichtlichen Ereignissen, das ganz verschiedene Vorstellungen von der Welt und vom Ergebnis des Krieges und all diesen Dingen. Wenn wir irgendwo in Ferien zusammen waren, dann las meine Mutter gerne uns Jules Verne vor. Wir waren drei Brüder. Und das hat mich sehr berührt. Und wenn man jetzt in dem Staat eingesperrt war, das konnte man ja nun, da konnte man selbst sagen, dass ging gar nicht anders, die Mauer musste gebaut werden, trotzdem ist es eine Art Gefängnis geworden. Und natürlich will jeder, der im Gefängnis ist, will raus. Und wo kommt man am besten raus, wenn der Himmel offen ist? Also habe ich gedacht, mach doch was, was irgendwie mit dem Himmel was zu tun hat. Und bin auf die Zusammenfügung von Flug und Schiff gekommen. Schiff ist Havel und Havelverkehr mit Schiffen. Und Flug ist drüber weg. Klingt jetzt simpel, ist aber so gewesen. Ich finde es auch richtig, wenn man so einfach denkt. Und da habe ich eben lange Studien gemacht und bin nach und nach reingewachsen in so ein Objekt, was halb wie ein Segelschiff aussieht, halb wie ein Luftschiff aussieht und in seinem Vorderteil sogar was wie Kosmos. Also man muss sich jetzt da in der Schiffbauergasse angucken, dann weiß man, was ich rede. Also ich hatte Feinde, kann man fast sagen, oder Gegner. Und da wurde eben argumentiert, das sei schlechtes Handwerk. Und damit ist es eigentlich gestorben als Kunstwerk. Und das führte dazu, dass der Rat der Stadt, hieß das, seine Zusage zurücknahm, dass das angebracht wird. Und dann wanderte es in den Wald, wo die Schmiede lag und hat dort jahrelang gelegen zwischen Gras und Bäumen. Thank you.
Als der lange große Neubau-Wohnblock entstanden ist, wollte man vorn an der Moschee ein großes Wandbild haben. Und da gab es eben ein paar einflussreiche Leute, die mich offensichtlich vorgeschlagen haben, denn das ist ja ein sehr wichtiger Platz da an der Moschee. Und mir war aber die Moschee gar nicht lieb, weil ich damit nicht konkurrieren wollte. Auf der anderen Seite waren die Künstler zum Großteil neidisch, die waren also auch nicht für mich. Und die Funktionäre, für die war ich ohnehin der, sozusagen, der, bei dem wissen wir überhaupt nicht. Sodass eines Tages passierte, dass mir erklärt wurde, das Wandbild käme da vorne nicht dran. So, wo soll es denn da dran kommen? Na, auf der Rückseite, sozusagen am Arsch des Wohnblocks. Also wenn man in die kleine Straße am Kiewit reingeht, ist ja auch eine Stirnwand von dem Wohnblock. Und dort soll das rankommen und Arbeitsthema Jugend in der DDR. Jugend in der DDR war also junge Pioniere, das wurde mir aufgezählt. FDJ, Freie Deutsche Jugend, also alles Politisches. Gewimmel sozusagen. Und das ist natürlich unmöglich. Also wer will das machen wollen? Nun habe ich angefangen, ein paar Figurprüfungen zu machen und habe die aber maßstabgerecht die Entwürfe gemacht, also wirklich mit den Kästcheneinteilungen. Und da stellte sich heraus, dass kleine Figuren nicht möglich sind, weil die hätten dann Arme gehabt wie eine grobe Säge für Bäume fällen. Ja? Also ich kann nur zwei Figuren machen, habe ich kurz entschlossen gesagt. Zwei große Figuren gehen, das geht. Naja, und? Wer soll das dann sein, sagen die zu mir. Ich sage, eine Frau und ein Mann. Das Paar, ein Menschenpaar. Ach so, haben sie gesagt. Ach so. Aber mein heimliches Arbeitsthema war natürlich, weil damit die Mann und Frau einen Namen haben, aber war es Adam und Eva. Das Urpaar in der christlich-europäischen Gesellschaft, ja. Aber das habe ich wohlweislich nicht gesagt, sondern ich habe einfach gearbeitet und das gezeigt dann. Und letzten Endes ist es bestätigt worden. Die Umweltthematik ist drinnen versteckt. Also in den ganz alten Bildern, die noch christlich sind, sitzt, wenn es eine wichtige Person ist, ich sage jetzt mal Maria, in der Bildmitte als Wichtigstes. Und in meiner Mitte steht, hinterleuchtet vom, sozusagen vom Himmelshell, ein grüner Baum. Und der signalisiert, ohne dass ich je das jemanden auf die Nase gebunden habe, dass ich, kann man so sagen, ein Grüner bin oder eben, dass das das Wichtigste mit ist. Ich glaube nicht, dass die Rechnung aufgeht, dass man mit noch mehr Technik das korrigieren kann. Die Empörung der Natur hat längst begonnen. Und das abzustoppen, das ist kein Menschenwerk mehr. Wir haben zwei Panoramen bei uns in der Sammlung, im Sammlungsbestand. Eine ist auf 90 datiert und die andere auf 89. Also wir haben sozusagen gerade diese Situation entweder unmittelbar vor dem Mauerfall, also die ja schon aufgeladene Situation der letzten Monate und direkt danach. Ich habe mich gewundert,
dass Sie sozusagen zwei große Panoramen gemalt haben. Die meisten Künstler haben in der Zeit ja kaum gemalt oder nur ganz, ganz wenig. Die haben ja ganz andere Themen im Kopf gehabt. Also das ist für mich selber überraschend gewesen. Ich habe nämlich in dieser Zeit kaum noch gemalt und ich habe vor allen Dingen auch keine Bilder mehr verkauft. Und plötzlich kam, ich schätze mal, das muss 88 gewesen sein, vom Rat des Bezirkes, der war damals der Geldgeber immer, die Anfrage, ob ich drei große Potsdam-Panorama-Bilder malen könnte. Völlig überraschend für mich, ohne Vorankündigung. Und natürlich habe ich sofort Ja gesagt. Ich war ja ursprünglich ein Jahr auf der Technischen Hochschule in Dresden, bevor ich überhaupt Maler geworden bin. Und da wollte ich Meteorologe werden. Ah, okay. Und ja, war schon als Kind leidenschaftlich an Wetterstimmung interessiert. Das könnte hier mit eingeflossen sein, also dass ich mich auch nicht gescheut habe, ein Gewitter oder ein Schauerwetter darzustellen. Also ich brauche irgendwie so einen Antrieb, nicht einfach nur weil es da ist, das Abmalen, das kann ich nicht. Es muss irgendwas geschehen, es muss eine Erzählung drin sein. Und dann ist es natürlich so, dass jedes Wölkchen und alles eine Form haben muss in meinen Bildern. Deshalb wurde ich oft als Naturalist beschuldigt sozusagen. Aber ich glaube, dass die konsequente Form in der Landschaft auch was Schönes sein kann. Im Hintergrund steht immer, eigentlich klar, Potsdam ist ja so schön, da muss ja einer, der Maler ist, das malen wollen. Also natürlich hätte ich woanders mich anders eingelebt und hätte dann Bezug genommen auf das, was ich dort sehe und erlebe. Nun bin ich aber hier gewesen, was ich nicht geworden bin, und da verweise ich auf Christian Heinze, ich habe nicht solche Spinnereien im Kopf gehabt, dass ich das italienische Potsdam extra darstellen will. Da habe ich immer gesagt, nein, ich bin kein Potsdam-Maler. Ich bin gern in der Stadt, aber ich muss die nicht malen. Ich bin auch kein Landschaftsmaler. Ich male Landschaften nur, weil die mich aus ganz anderen Gründen interessieren. Ich gehe nicht rum und suche da mal eine Landschaft, da mal, jetzt male ich mit drei Häusern, jetzt male ich dort die Straße lang und so. Das sind die typischen Landschaftsmaler, mache ich aber nicht. Ich male erst, wenn der senkrechte Schnitt durch die Sekunde der Wirklichkeit passiert ist. Wir haben natürlich auch eins Ihrer wunderschönen Nachtbilder, Nachtszenen ausgewählt. Eine Straßenecke im Dunkeln. Wir sind in Potsdam, Potsdam West. Es ist mit zwei Titeln bei uns in der Datenbank. Rauchender Müllcontainer ist der eine Titel. Und ich weiß, dass es sozusagen Probleme gab, diesen Titel auch offiziell als Bezeichnung zu wählen. Der zweite ist Gelblicht an der Straßenecke. Das war schwierig sozusagen. Naja, eigentlich sind die beiden Titel als schaukelndes Gegenüber gar nicht falsch. Denn die Wahrheit ist, dass ich vermutlich zuerst diese seltsame, schöne Nebellichtsituation gesehen habe und erst beim zweiten Hingucken gesehen, oh, da stehen ja diese qualmenden, schrecklichen Container, ja. Sie haben ja mehrere Nachtbilder gemalt, Nachtstimmung eingefahren. Ein Drittel meiner Bilder sind Nachtbilder. Sie haben ja auch Ihre Abrisshäuser, die sind ja auch als Nachtbild entstanden. Ja. Ich glaube, dass eine große Rolle gespielt hat, zum Beispiel in Brandenburg war ich ja dann selbst Arbeiter im Werk. Und da bin ich oft eben früh im Dunkeln aufgestanden und abends im Dunkeln wieder heimgekommen. Und daher weiß ich, dass viele Menschen in der Nacht leben. Natürlich habe ich mich gewissermaßen freigearbeitet. Anfangs habe ich fast nur Naturstudien gemacht, wie jeder herkömmliche, realistische, europäische Künstler. Ich bin ja Stadtmensch. Ich male zwar Landschaften, aber
Eigentlich sind es Stadtlandschaften bei mir meistens, was ja doch noch ein Unterschied ist. Zur Frage meines künstlerischen Arbeitens, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich habe ja sehr vielfältig gearbeitet. Also man könnte sagen, fast in allen Techniken. Ja, die Ölmalerei, da bin ich am meisten ich. Das heißt aber nicht, dass ich damit die Wandbilder zum Beispiel widerrufe. Das ist ein anderes Ich. Ich bin also vielfältiges Ich, wenn man so will. Denn ich habe bei jeder Arbeit immer die volle Kraft reingegeben, weil ich es anders gar nicht kann. Natürlich habe ich das immer im Hintergrund das Bewusstsein gehabt, dass ich mich ja eigentlich in der Moderne befinde. Aber es gab ja die starke Moderne in der DDR nur sehr bedingt. Und als in der DDR eben keine modernen Ausstellungen mehr waren, in dem Sinne von Westeuropa, bin ich immerfort, wo ich auch konnte, in Dresden zum Beispiel, in Leipzig, in Halle, überall, wo Bilder hingen, die mindestens in der Mehrzahl alte Meister waren oder 19. Jahrhundert oder so. Und dort habe ich gelernt, weil ich wirklich der Meinung bin, ich kann nur lernen am Original von besten Leuten. Und deshalb bin ich nicht in dem Sinne modern geworden, denn ich war dann eben nicht in Frankreich oder wo, sondern ich war in der DDR schlicht und einfach. Und mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich bin nicht Ost oder West, ich bin dazwischen. Aber wenn ich sagen würde, wenn ich laut gesagt hätte, ich bin europäischer Künstler, stimmt das natürlich auch wieder nicht. Denn das muss mir ja auch abgenommen werden. Nein, ich war ein Künstler, der versucht hat zu lernen von der großen europäischen Kunst, lebte aber in der DDR. So viel muss man dazu sagen. Also das kann gar nicht anders sein als zwiespältig, denn aus meiner Sicht war der Kalte Krieg keine Sache, die dem normalen Menschen gefallen kann. Die DDR schien mir logisch, aber es war hier die Besatzungsmacht der Sowjetunion oder schlicht gesagt der Russen, und die hatten den Krieg letzten Endes durchgekämpft und die meisten Verluste gehabt und gewonnen. Und es war völlig klar, dass wir nun hier nicht auf Blumenbetten liegen würden, ja. Ich musste mich ja überhaupt erstmal der Angriffe erwehren, dass ich also, wenn ich zum Beispiel so zwei so große Wandbilder in der DDR gemacht habe, muss ich ein Staatskünstler gewesen sein, Begünstigter. Und wie Begünstigte sind, das weiß man ja. Eigentlich müssen die schon ein schönes Frühstück jeden Tag haben müssen. Nicht? War aber nicht so. Also Missverständnisse, ich habe überall Missverständnisse vorgefunden. Ich musste mich regelrecht durchkämpfen. Und ohne die Mauerbilder wäre sowieso alles Feierabend gewesen. Die haben die Leute irritiert, wenn der solche scharfen Mauerbilder macht, die kompromisslos zeigen, wie die Mauer war. Der kann ja nur ein Gegner gewesen sein. Quatsch, der kann gut gucken, der weiß, was er sieht. Und da bin ich schon dann drauf stolz, auch wenn es kein Mensch kapiert vielleicht. Jede Kunst ist subjektiv, weil jeder Mensch, der drauf guckt, auch subjektiv geprägt ist von seinen Erlebnissen und seiner Denkweise. Und das passt selten genau zusammen, dass dann sozusagen ein Fluss
Also ohne Publikum ist ja sowieso Kunstquatsch. Ich hoffe, dass die Ausstellung so interessant wird, dass Leute durchgehen und dadurch innerlichen Blick bekommen für bestimmte Dinge, die ich ihnen zeigen kann.